So Leute, und damit willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons, da sind wir auch schon wieder. Und hallo HD Pro, wie geht's? Dieses Auge hier hasst mich heute, aber ansonsten geht's mir gut. Und ich hoffe, es nervt nicht, während ich zocke. Aber mal gucken. Darüber habe ich mich, glaube ich, gestern schon beschwert. Und heute ist es besonders schlimm. Aber naja, ich werde schon irgendwie überleben, denke ich. Das wird schon irgendwie gehen. So, hallo Melinda. Hallo liebe Bewohner, es ist Dienstag, der 2. Juni. Wir haben zwischen den 2. Juni und ich habe uns ein bisschen in die Abendrunde heute versetzt. Wir haben jetzt 18.47 Uhr, ab 19 Uhr zum Beispiel kommt dann auch nochmal ein ganz besonderes Insekt, glaube ich, raus. Und ich weiß gar nicht, es gibt auch noch irgendwann Fische, die, glaube ich, zu einer späteren Zeit kommen, aber die sind mir gerade relativ egal. Ich weiß auch auf jeden Fall, welche ab 16 Uhr kommen, vor allem. Und die werden wir auf jeden Fall holen. Ansonsten, ja, es gibt noch einen, der kommt ab 21 Uhr erst. Aber vielleicht können wir den heute auch noch holen. Ich weiß es noch nicht. Da gucken wir dann einfach mal. So, ja, heute gibt es mal wieder nichts Neues, weil ich bin echt langweilig und so. Hast du übrigens die... Was für eine Show? Ach Gott. Ach du liebe Zeit, da rede ich ja schon wieder über das Fernsehen, Alter. Wer redet heutzutage noch über das Fernsehen? Das macht doch kein Mensch mehr. Die müsste eigentlich sagen, ja, ich habe gestern hier, den Livestream von, keine Ahnung, Master's Beauty Palace geguckt, ja, und das war voll toll und wie die dieser, whatever, ne, ihr wisst, was ich meine. KK Funk haben wir jetzt, okay, cool. So, also wie gesagt, wir haben immer noch den schönen Juni und es ist abends, das heißt, wir können ganz tolle Sachen jetzt vermutlich finden. Ich gehe aber trotzdem, nichtsdestotrotz, erst noch in die Boutique, guck, was es da zu kaufen gibt und noch in den Laden und guck, was es da so zu kaufen gibt. So, und dann packen wir mal hier KK Funk rein. Keine Ahnung, wieso da KK Pop läuft, aber gut. Das hört sich jetzt schon scheiße an. Machen wir wieder KK Condor rein, das ist das beste Lied. So. Also wie gesagt, neue Insekten theoretisch irgendwo. Ich muss nur genau hingucken und dann finden wir die schon bestimmt. Puh, was hat sich denn hier gezüchtet? Eine weiße? Hä? Wie random. Und ja. Es gibt theoretisch, glaube ich, einen, der ist am Palm. Aber ich glaube, der kommt erst in 9 Minuten. Bin mir nicht sicher. Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Okay, Erwin ist zu Hause. Ich guck mal, ob er was craftet, der liebe Erwin. Ich hoffe mal nicht. Aber ich gucke mal. Ach, fuck my life. Jetzt muss ich mit Erwin mal reden. Masamune, ewig nicht gesehen. Mindestens einen Monat oder so. Warst du irgendwie weg und so. Und blablabla. Und ich bin echt scheiße. So, gib mir dein Crafting-Rezept. Bastel mir gerade einen Spielwagen. Aha. Toll. Ja, will ich haben. So. Danke dir. Immerhin bist du auch mal für was nützlich. So, tschüss. Toll, jetzt mag er mich wieder. Na super. Ein Spielwagen. Gleich mal angucken, was das für ein Crafting-Rezept ist. Ich weiß jetzt, wie man einen Spielwagen herstellt. Wow. Okay. Naja, es ist ein neues Crafting-Rezept. Also, immerhin etwas. Wofür die liebe Erwin gut war. Hier haben wir auch neue Blümchen, sehe ich ein bisschen. Läuft also ganz gut. Dann würde ich sagen, gehen wir angeln dann demnächst. Ne? Die Fossile müssen wir auch noch holen eigentlich. Hier haben wir noch ein paar Sachen, die wir holen müssten. Die Steine könnten wir noch kloppen. Vielleicht haben wir sogar eine Steinklopp-Quest. Ich weiß es gar nicht. Lugmalen einlösen, Blumen gießen. Nee, wir haben noch keine Steinklopp-Quest. Blumen gießen. Blumen gießen kann ich. Da bin ich ganz besonders gut drin. So. Vergraben wir das mal. Und perfekt. Ich will ja sowieso, dass sich die Blumen da unten noch vermehren. Ist das ein neuer Käfer? Nee. Hätte ja sein können. Und da ist noch Unkraut gespawnt.
Das Unkraut sieht halt echt hübsch aus. Bin ich auch immer noch der Meinung. So. Das hätten wir. Ist der Schatzkutter da? Nö, schade. Schade. Keiner will uns mehr besuchen, das ist ja echt doof. Ah, stimmt, gestern hat es geregnet, glaube ich, ne? Gestern mussten wir, glaube ich, gar nicht gießen, wegen dem Regen. Das war praktisch. Aber ich kann mich schon... Oder war gestern... Doch, gestern war Regen. Irgendjemand hatte ja auch einen Quastenflosser geangelt, glaube ich. So, hier ist alles voll. Wo packe ich denn dann noch die übrigen Blumen jetzt hin? Gute Frage, nächste Frage. Ah, Schnuffi, wie geht's dir? Ich will plaudern mit dir. Ich muss mir unbedingt was zu Abendessen einfallen lassen. Oh, ich habe erst vorhin gegessen, danke. Ich brauche definitiv gerade nichts. So viel ist mir auf jeden Fall klar. Das hier hole ich auch mal weg. Mach mal hier das Loch zu mit dem geheimen Trick von Junko. So. Habe ich jetzt eigentlich die Quest schon? Vor allem, wir müssen 500 Nukmalen einlösen und bekommen dafür aber dann 1000. Das ist echt ein guter Deal. Das ist echt ein guter Deal. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Mal gucken, was wir Schönes kaufen können mit Meilen. Oder was wir allgemein Schönes vielleicht kaufen könnten. Haben wir hier was Neues? Nö. Unser Aufgang, ne? Der müsste auch fertig sein. Fällt mir gerade auf. Bei unserem neuen Teich drüben. Okay, was kaufen wir uns mal? Und hallo D-Games, hast du schon einen Hai? Ja, wir haben schon Haie gefangen. Und zwar die Vormittagshaie. Und heute müssen wir ein bisschen an den, uns an den Nachmittagshaien versuchen, sozusagen. So, was kaufe ich mir denn? Eine Solaranlage hatte ich noch nicht. Ob ich das will, ist die andere Frage. Was kaufen wir uns denn hiervon noch? Vielleicht noch Straßenlaternen oder sowas. Da hätte ich eigentlich gerne mehr von, eigentlich. Aber wir haben gestern Haie geholt gehabt. Unter anderem den Walhai. Das war nice. Es gibt noch den weißen Hai, den haben wir, der soll wohl relativ selten sein. Guck mal, jetzt können wir hier auch ein Surfboard kaufen. Wie random. Und KK-Kombo. Kaufe ich mir auch natürlich. Muss ja sein. Ist Erwin schon in der Falle? Irgendjemand ist in die Falle reingelaufen, aber ich glaube, es war nicht Erwin. Das ist das Problem. Aber ich muss mir neue Fallen noch craften, für den Fall, dass Erwin mal rauskommt. Und hey, Okryotix. Was geht? Schade, ja. Ist echt sehr schade. Ich glaube immer noch, dass Jan aus Versehen in die Falle gelaufen ist, die bei Erwins Haus stand. Ist das da oben Hexenbesen? Oh, guck mal, man kann einen Ventilator kaufen. Kaufen, 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 kaufen. Haben will. Danke dir. Dann, das will ich auch noch haben. Ein Care-Set, okay. Kaufen, kaufen, kaufen. Dankeschön. Dann das kaufe ich mir auch, egal wie teuer es ist. Ein Jello, 130.000. Kaufen, kaufen, kaufen. Dreh du mal in eine Falle. Das kann ich dir auch ohne Falle zeigen, was dann passiert. Ich finde das jetzt nicht so spannend, dass es das wert ist, in eine Falle reinzulaufen, die ich extra für Erwin gemacht hätte. Na, ja, hallo Alina. Was geht? Ich kaufe einfach schon wieder alles und habe so viel Geld dadurch schon wieder verloren. Huch. Eigentlich könnte ich mir auch noch eine Angel kaufen, wenn ich schon hierbei bin. Ich wollte aber eigentlich den Toaster kaufen. Ich weiß, was passiert. Ja, ich auch. Wir haben es auch gestern schon gemacht. Okay. Wir haben inzwischen 3 Angeln. Ich kaufe noch eine Schaufel. Und wenn ich sie nur ins Lager erstmal packe. Aber Hauptsache, wir haben da noch was. Nehme ich. So. Ich habe es geschafft, mein ganzes Geld, das ich auf meinem Konto habe, innerhalb von wenigen Sekunden auszugeben. Toll.
War vorhin auf einer Maleninsel, wollte eigentlich jemand anderen suchen. Auf einmal war da ein Einhorn und musste es direkt einladen. Uff. Wenn du noch Platz hattest, das einzuladen, war es ja cool. Das ist ja nice. Aber ja, wenn das überhaupt auftaucht, dann musst du eigentlich noch Platz gehabt haben, ne? Muss ja fast. Zu den Haien kommen wir gleich. Zum Angeln, ne? Zack. Muss ich sonst noch was schnell mitnehmen? Wir haben jetzt hier zwei neue Pflanzendinger. Ich hatte auch noch eine Quest, wo ich eigentlich was verkaufen hätte sollen, ne? Und hallo Kalle! Das hier können wir auch einlösen. Ja, hat er einen Platz frei. Cool. Super gemacht, das mit dem Geld. Danke, ich bin auch richtig stolz drauf. Fange eine Hase, bastle Sachen, verkaufe Obst. Ja. Ja, kann man alles machen, ne? Ach. Alle bekommen so immer die gleichen oder doof und nicht das beliebte Einhorn. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt ein Einhorn haben will. Wie heißt denn das Einhorn? Damit ich es mir auch mal angucken kann. Ich muss mal danach googeln. Ich weiß nämlich nicht, was ich mir unter einem Einhorn vorstellen soll. Um ehrlich zu sein. Und nicht wundern, wenn ich heute manchmal komisch gucke, aber mein linkes Auge, also das hier tut weh. Das ist heute irgendwie sehr merkwürdig drauf. Also fragt nicht. Fragt einfach nicht. Das habe ich gestern schon angekündigt, dass das wahrscheinlich so sein wird. Und ich habe es gestern gecallt und heute ist es furchtbar. Ich weiß nicht, was das soll. Okay, haben wir schon 17 Uhr? Ja. Oder fast. Beziehungsweise in Spiel 19 Uhr warten, wa? Da müssten nämlich neue Fische da sein und andere Insekten. Oh, hallo. Das heißt Julian, in Deutsch ist so knallhellblau, mega schön. Wer auch immer du bist, deine Muse Ute. Oh Gott. Duftlampe. Kann ich schon. Lame. Meine Muse Ute hat verkackt. Wie heißt der Julian? Animal Crossing. Hä? Meinst du nicht, das ist ein Einhorn? Ach, jetzt habe ich es, glaube ich, gefunden. Ah, okay. Ja, sieht ganz nett aus. Wäre jetzt nicht so mein Traumeinwohner tatsächlich, aber why not? Shit! Shit. Ich glaube, das war ein Aal. Scheiße. Ich habe, glaube ich, gerade einen Aal versprengt. Ich hasse mich selbst. Ich glaube, das war dieser blöde Scheißaal, nachdem ich schon die ganze Zeit gesucht habe. Habt ihr gesehen, wie schmal das Vieh war? Ich glaube, es war ein Aal. Und ich habe ihn versprengt. Ich hasse mich selbst. Ich habe wieder Selbsthass entwickelt. Das war definitiv ein Aal. Oder sowas. Also nicht ein Aal, sondern irgendwie was anderes. Eine Nasenmuräne wahrscheinlich oder so ein Müll. Die, wo ich halt suche. Mann, wieso bin ich so inkompetent? Würlang war, glaube ich, Englisch. Och. Ich habe ihn gefunden. Oder sie. Oder es. Ich bin mir nicht sicher. Hä? Müsste das nicht fertig sein? Oh. Marsa war gestern inkompetent und hat vergessen, hier eventuell Geld zu spenden. Cool. Wieso ist Marsa immer inkompetent? Jetzt hätten wir schon so einen schönen Aufgang haben können, aber nein. Marsa hat nämlich wieder verkackt. Was passiert, wenn man bei deinem Kanal Meilenticket kauft? Mit dem Meilenticket kannst du jetzt meine Insel besuchen kommen. Männlich? Okay. Ausgeschlossen sind Subs, die quasi eh schon hier abonniert haben. Und beste Freunde. Oh, hi. Die dürfen jederzeit kommen. Hab das Game nicht. Dann bringt's dir nicht besonders viel. Das ist für Leute, damit die mich besuchen können.
Ich dachte mir, wir haben ja schon länger darüber nachgedacht, was wir mit den Meilen, was wir noch für Belohnungen machen könnten. Und ich glaube, ich finde das ganz fair. 1000 Punkte hat man relativ schnell zusammen. Und dann kann man sich quasi Meilenticket kaufen und zu meiner Insel hier kommen. Kann man das auch verschenken? Ja, keine Ahnung. Theoretisch kannst du das machen, schätze ich. Wenn jemand nicht genügend Punkte. Da ist ein Glühwürmchen. Oh mein Gott, da ist ein Glühwürmchen. Kann ich das fangen? Mist. Komm zurück. No. Komm zurück, mein Freund. No. Oh, es kommt wieder. Oh, ist das schwer zu fangen. Hä? Fangen. Ah, jetzt. Oh, ein Leuchtkäfer. Dem habe ich. Was? Dem habe ich heimgeleuchtet? Was? Bitte was? Du hast was genau getan? Hä? Oh, das ist noch ein Glühwürmchen. Oh, ist das hübsch. Noch ein Glühwürmchen. Meilen brauchst du, um einzukaufen. Kostet das normaler 2? Was? 2K kostet das mal so. Normalerweise kostet das 2K. Ups, dann habe ich den Preis falsch eingegeben. Ich wollte das tatsächlich auch mit genau der Anzahl machen. Ja gut, dann ist es jetzt erstmal noch günstiger. Seid ihr glücklich drüber. Da müsst ihr nur 1000 Hamsterpunkte zahlen. Da oben ist noch ein Glühwürmchen. Alter, wie viele Glühwürmchen hier jetzt sind. Voll hübsch. Ja, dann wie gesagt, seid happy, dass das günstiger bekommt mit den Kanalpunkten momentan. Es muss auch nicht genau derselbe Preis sein. Ich finde 1000 ist auch in Ordnung. Was ist denn das wohl für ein Fisch? Oh, lol. Boah, als ob. Als ob. Als ob wir einfach den Lachshalmler geangelt haben. Der ist fucking selten. Das ist der seltenste Flussfisch, den wir momentan angeln können. Ja, okay, hätten wir das auch gemacht. Ja, easy peasy, lemon squeezy. Da gebe ich erstmal mein Glühwürmchen und meinen Lachshalmler hier ab. Alter, wie viele Glühwürmchen hier sind, das ist voll hübsch. Ja, easy. Mach mal, dass du Eintritt verlangst, um auf deine Insel kommen. Nee, dafür habt ihr ja, wie gesagt, die Meilenpunkte jetzt. Also, oder die Hamsterpunkte, die ihr einlösen könnt für ein Meilenticket, damit ihr hierher kommt. Wie gesagt, ausgeschlossen sind beste Freunde, die ich in meiner Liste habe, als beste Freunde markiert in Animal Crossing und einfach Leute, die sowieso schon Sub sind. Okay, ich möchte etwas stiften. Alter, wie viel Lack kann man haben? Andere Leute werden da bestimmt ewig für grinden. Vor allem, ich war so, der Fisch sieht eigentlich ganz groß aus. Den will ich mal angeln. Eigentlich hätte ich ihm das Glühwürmchen an sich geben müssen. Boah, ich hätte da was. Wir fragen ihn mal nach dem Glühwürmchen. Also, wenn der jetzt sich ausheult über das Glühwürmchen, ist er eigentlich ein Arsch. Das ist doch ein Leuchtkäfer. Vorsicht, Obacht, ich bitte Sie, halten Sie den Käfig bloß fest verschlossen. Insekten sind ein Graus. Was hat er gegen Leuchtkäfer? Der Leuchtkäfer hat seinen Namen seinem schaurigen Leuchten zu verdanken. Dieses sogenannte wird von einer chemischen Reaktion in seinem Hinterteil verursacht. Die Männchen hoffen durch nächtliches Leuchten Weibchen anzulocken. Die Larven ihrerseits versuchen so Fressfeinde abzuschrecken. Da wir gerade davon sprechen, nichts fressen Leuchtkäferlarven lieber als Schnecken. Bei mir stellt sich jetzt sofortige Übelkeit ein. Mehr habe ich dazu echt nicht zu sagen. Und nun, ja, nimm den Leuchtkäfer wieder mit. Ich will ihn nicht. Oh, okay. Der hat es echt geschafft, Glühwürmchen schlecht zu reden, der Eugen. Läuft bei Eugen. Was hat er gegen Glühwürmchen? Ich locke Weibchen an. Und Alina, vielleicht möchte dir das Spiel was sagen damit. Das ist eine Mücke. Boah, ist das nervig. Boah, Mücken sind ja mal mega nervig. Habt ihr das gehört? Ich habe schon gar keinen Bock mehr, da drüben in meinem Bett zu liegen, nachts im Sommer. Und dann wieder dieses Bzzz die ganze Zeit zu hören. Alter, das macht einen wahnsinnig. Eine Mücke, mit dem Fang kann man sich nicht so recht schmücken.
Nee, eine Mücke ist jetzt echt nicht so toll. Müsste ich bezahlen, um auf die Insel zu kommen? Ich würde sagen, ja, oder? Ich glaube schon. Also halt, du müsstest halt die Kanalpunkte übergeben, aber es geht ja. Mal zum Unendlich können wir uns wieder unterhalten. Das letzte Mal ist schon ein Monat her oder so. Ich habe nochmal neuer Tag, neue Insel gelesen, um mir die Zeit zu vertreiben. Lesen ist toll, aber ich habe unsere Gespräche vermisst. Stimmt, mit dir habe ich halt auch lange nicht mehr geredet. Soll ich etwa ein Gruselkabinett eröffnen? So ein Gruselfriedhof oder so mit Gruselpuppen überall. Oh, kann ich was für dich tun? Ja, ich wollte nur reden. Ich hätte vor deinem Besuch lieber nochmal die Wohnung durchgewischen sollen. Na. Wollmäuse sind süß. Das passt schon. Wenn ich es hätte. Okay, wir haben auf jeden Fall schon wieder neue Tierchen hier gesammelt. Das ist schon mal ganz nice. Okay. Und wir haben jetzt 19 Uhr. Das heißt, ich laufe mal die Palmen schon mal ab. Es müsste an den Palmen neuen Käfer geben. Hier zumindest noch nicht. Guckt genau bei den Palmen hin, Leute. Nicht, dass ich ihn übersehe. Und es müsste auch neue Fische hier geben. Neue Haifische theoretisch. Das ärgert mich echt, dass ich hier verkackt habe, by the way. Wieso war ich so dumm? Ich habe hier diesen Aufgang einfach nicht gebaut. Das sollte ich heute noch machen, sonst vergesse ich es wieder. Und wir wollten noch in die Boutique gehen und shoppen gehen. Aber auch noch was. Huch, wo kommst du denn her? Ein Koi-Karpfen. Und ich glaube, ich habe die Angelquest fertig. Fossilien bestimmen lassen ist auch machbar. Eine PS4 habe ich nicht. Tatsächlich. Ich habe nur als einzige Konsole hatte ich immer die Switch. Schon immer. Boah, sind hier viele Glühwürmchen. Alter. Glaube, Glühwürmchen sind auch nicht besonders gut. Für die Spawnquote von gewissen anderen Viechern auf Meileninseln. Oh, noch eine Sommermuschel. Den neuen Käfer habe ich bisher noch nicht gesehen. Noch eine Sommermuschel. Aber ich habe auch allgemein relativ wenig Fische gerade gesehen. Mich ärgert es immer noch, dass ich die Nasenmuräne, glaube ich, aus Versehen verscheucht habe. Das ist echt unnötig gewesen von mir. Das war echt unnötig. Oh, Gulliver! Hey, du auch mal wieder hier. Die Wellen, sie AK, wo ist die Tüte? Shark, Shark, jetzt habe ich allen Schiffziehbark abgeschleckt. Ich musste die Haltbarkeit prüfen. Die Wellen, sie sind arg. Wo ist die Tüte? Das hast du schon mal gesagt. Nein, du gehst über die Planke. Ja, lass mich in Ruhe mit deinem weißen Dings da. Gulliver. Aufwachen. Träume sind Schäume, doch Schlick trügt den Blick. Schnarch, was? Wer, was, wie, wo, was, außerdem, warum und wann genau? Was? Du da, was ist das für ein Ruderweckruf? Für was wird man bei so. Oh, du bist es, Masamune. Ja, das ist etwas anderes hier. Ich bin geringfügig weniger verärgert. Was ist mit dem Schlick und den Träumen sollte? Keine Ahnung. Hat mir ein Fisch mal geflüstert hier, der eventuell noch in meinem Ohr ist. Nun, ich schätze, dass ich über Bord gegangen bin und hier schon wieder angespült wurde. Passiert mir ständig, ja, ich weiß. Aber mach dir um mich keine Gedanken. Ich bin gut zu retten. Denn ich habe ja wieder mein nicht funktionierendes Gerät. Meine Güte, es funktioniert schon wieder nicht. Ja, das hätte ich auch gleich sagen können. Ja, ich suche sie.
Jo, ja, ja. Ja, definitiv cool über. So. Darf ich jetzt deine Teile suchen? Danke. Ich finde es schön, dass er auch mal wieder da ist. Endlich. Hat sie ja ganz schön lange Zeit gelassen hier. Der Gulliver. Da ist ein Haifisch. Oh Gott, ich habe so Angst, dass ich verkacke. Hat er ihn gesehen? Nee. Also das war jetzt schon belastend. So schnell konnte ich gar nicht drücken. Und hallo Junko. Perfektes Timing. Oder so. Alter, also ich schwöre, ich habe sogar gedrückt. Aber ich war wirklich nicht schnell genug. Holy shit. Ich habe zwar gedrückt, aber ich war nicht schnell genug. Ich weiß, was die Leute meinten, mit dass diese Haie so fucking schwer zu angeln seien. Ich weiß jetzt, was diese Leute meinten damit. Ich habe sogar extra den Trick gemacht, wo ich die Augen zumache, damit ich es höre, aber ich war nicht schnell genug. Und ich habe aber gedrückt, wie gesagt. Oh Gott. Nein, Maser. Ja, ich glaube, das wird noch vielen von euch so gehen. Bei den wirklich schweren Haien. Gut, solange ihr nicht die Nasenmuräne, die obvious irgendwie rumschwebt hier, verscheucht wie ich, ist ja alles gut. Uff. Das war echt bitter vorhin. Das war, glaube ich, nämlich wirklich die. Und die ist anscheinend echt super selten. Ich hasse das. Spiel ist schon wieder voll doof. Aber ich meine, wir haben dafür relativ first try diesen Goldsalmler bekommen hier. Den haben wir wenigstens relativ first try bekommen. Den hier. Und das ist schon sehr viel wert. Ach, Lachssalmler. Der ist halt fucking viel wert. Und einfach mal den random im Fluss gespawnt zu bekommen, ist schon ganz nice. Bist du der neue Käfer? Du bist nicht der neue Käfer. Oder? Nee, das ist nicht der neue. Bei mir ist das Stream abgekackt. Dachte, du machst jetzt eine Minute eine Depri-Pause. Gestern ist übrigens auch der Stream abgekackt, falls das irgendjemand mitbekommen hatte. Zum Schluss, ganz abends, als ich Resident Evil gezockt hatte, hat der Twitch irgendwie einen mega heftigen Bug und da ging voll viele Streams irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, was das war, aber das war irgendwie uncool. Deswegen, ich war sogar noch live an sich, aber naja, wie gesagt, Twitch meinte irgendwie dann plötzlich so, nö, das lassen wir jetzt mal lieber. Ich habe aber auch nach der Runde dann auch instant aufgehört gehabt. Ja, Twitch war spät, abends kommt down komplett. Ja, genau. Okay, das war aber auch nicht der, den ich haben wollte. Oh, hi. Also, wie gesagt, das war weird. Vier Stück haben wir. Und hier ist Stück Nummer 5. So, dann haben wir Gulliver auch wieder gerettet. Boah, Haifische sind echt mies. Und Kalle will auf meine Insel. Seit wann zockst du auch Animal Crossing, Kalle? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich habe irgendwas hier gekauft. Oh nein. Weiß nicht was. Du hast dir ein Meilenticket gekauft, mit dem du meine Insel hier besuchen kannst, wenn du das Spiel auch besitzt. Ich vermute mal, du hast das Spiel nicht und hast es einfach angeklickt, weil es dir vorgeschlagen wurde von Twitch. Vermute ich mal. Super, ich hab's nicht. Ja, dann gebe ich dir mal die Punkte zurück, wa? Dann gebe ich dir mal die Punkte zurück. So. Dann geh mal wieder weg, Gulliver. Schön, dass du auch mal wieder da warst, by the way, mein Lieber. Ich hab dich schon vermisst hier. Have fun. Tschüss.
Die Mücke müssen wir dringend noch abgeben, by the way. Die müssen wir dringend noch loswerden. Ach ja, und ich wollte noch Geld holen, damit wir den komischen Aufgang noch bezahlen können. Und danach müssen wir mal schauen, welchen Fisch wir jetzt als nächstes angeln gehen. Wir haben da, glaube ich, relativ große Auswahl, gerade in allen Gewässern. Mann, ich will immer den aufnehmen, aber der läuft immer weg. Hey, Silvia. Ach ja, hier wollte ich auch noch shoppen gehen. Da war ja auch noch was. Huch, was ist denn hier los? Zack. Ich wollte mich noch umziehen, ne? Wollte ich gestern schon längst mal machen. Ich besuche mal Samira, weil die will ich auf gar keinen Fall, dass sie auszieht. Die habe ich heute noch gar nicht gesehen. Nicht, dass die auch auf doofe Gedanken kommt. Hey Samira. Sei gegrüßt mal, Samune. Ein Pläsier, dich zu sehen, Hümpf. Ich will mit dir plaudern. Mein Terminkalender quillt fast über. Umso mehr weiß ich, entspannte Stunden zu Hause zu schätzen. Ah ja, ich habe da noch was für dich. Hier nimm. Ich habe für dich einen, der passt hier bestimmt sehr gut rein, der Koi-Karpfen. Oh, ein echt lebender Koi-Karpfen. Den kannst du in dein Whirlpool da hinten reinpacken. Ob er sich bei mir wohl zu Hause fühlen wird? Danke, Masamune. Das kann ich nicht so stehen lassen. Hier ein Hosenbügler für dich, lol. Darf man dich gleich wieder besuchen kommen? Zum Shoppen halt. Ja, kannst du. Kann ich auch. Ich kann aufmachen, ja. Kann ich machen, aber bevor ich das mache, hole ich nochmal kurz Geld. Was kann ich denn nicht machen, während ihr hier seid? Theoretisch kann ich die Mücke dann noch vielleicht schnell übergeben. Weil das kann ich zum Beispiel nicht machen, wenn ihr hier seid. Das ist der falsche Reiter. Und was müsste ich sonst noch machen? Muss ich noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre wirklich die Mücke eigentlich nur noch. Ich würde sagen, ich lasse mir mal 150.000 gerade auszahlen. Naja, Alina, an sich kannst du angeln. Nur du musst halt mit dem Risiko leben, dass es aus irgendwelchen Gründen auch immer abkacken könnte. Ich kann dann keine Garantie geben. Je nachdem, wie du möchtest. Du kannst es gerne machen, aber wenn es halt abkackt, dann kann ich nichts für. Wenn das Spiel wieder buggy ist. Aber an sich kannst du auch gerne angeln. So, ich spendiere dir mal die Mücke hier. Bitte sehr. Oh nein, eine Mücke. Oh, wieso müssen wir mich derart peinigen? Die Frage muss gestellt werden, aber willst du wirklich was über die Mücke hören? Ja. Oh, ach so, ja gut. Na dann, wie jeder weiß, ist die Mücke ein blutrünstiger Vampir, der über nichtsahnende Säugetiere herfällt. Doch wussten sie, dass nur die Weibchen Blut saugen? Oh ja, sie brauchen es für ihre Eier. Und wenn sie sich an anderen gütlich tun, injizieren sie dabei Speichel, der bei ihnen beim Raubzug hilft. Genau, dieser Speichel ist es auch, der den unerträglichen Juckreiz verursacht. Absolut widerwärtig. Naja, in jedem Fall, danke für den Spender hier und so. Solche Tierchen mögen zwar mein furchtbarster Albtraum sein, aber ne, ich gebe trotzdem eine gute Acht drauf. Und schmeiße in die Müllverbrennungsanlage da hinten. Nee, warte, was? Cool. So, das habe ich gemacht. Dann mach ich mal auf, wa?
Moin. Online. Roger. Ein bisschen zu viel Salz in das Nudeln im Wasser gemacht. Dann hast du jetzt schön salzige Nudeln. So. Okay. Oh Gott. Alina, lass dir mal noch ganz, ganz, ganz kurz Zeit. Ich bin hier gerade in einer brenzlichen Situation gefangen. Habe ich dich. Ein Skorpion. Ui, schaut er giftig. Puh, das war knapp. Das war gerade knapp. So. Wie gesagt, irgendwo an den Palmen müssen angeblich auch neue Viecher sein. Brauche ich noch kurz. Da ist ein Haifisch wieder. Okay. Hoffentlich kommt jetzt auch gerade keiner. Das wäre echt mies. Die beißen irgendwie echt instant an. Ja, ein Sägehai. Ich freue mich unsäglich. Ach Gott, dieses Spiel schon wieder mit den Witzen. Das ist echt schon wieder furchtbar. Aber das, irgendwie geht es heute echt gut mit den Haien. Wie nice. Da oben ist, glaube ich, nichts Neues. Das Blöde ist, wenn man nach unten läuft, auf die Palmen zu, dann sieht man halt nicht, wenn da ein komischer Käfer dran klebt oder sowas. So. Aber wir sind ein Sägehai reicher. Weiter oder reicher? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube beides. Hier ist ein kleiner Fischi. Mal gucken, was der so macht. Oh, der hat auch Bock. Ich kann ja mal gucken, was wir jetzt momentan wieder für Fische angeln können. Also, im Juni. Die haben wir schon alle. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Den Sägehai haben wir gerade geangelt. Es gibt noch den Hammerhai. Die Nasenmuräne, Alter. Die Nasenmuräne macht mich echt ein bisschen fertig. Flossenhecht, der ist aber erst ab 21 Uhr da. Und Arapaima im Fluss ab 16 Uhr. Das haben wir ja. Und Knochenhecht kann im Teich sein. Und im Fluss kann noch ein anderer sein. Der Aruwana. Also im Fluss zwei und im Teich einer. Wenn ich das hier richtig sehe. Na dann. Ich klappe natürlich trotzdem hier erstmal nochmal den Strand ab. Nach potenziellen Haien. Ja? Da wird schon wieder gesungen. Das ist Gulliver noch. Okay. Und theoretisch, wie gesagt, an den Palmen müsste eventuell auch ein Vieh sein. Aber haben wir irgendwie noch nicht so viel Glück gerade. So, und hier haben wir auch Glück und haben eine orange Tulpe bekommen. Das gefällt mir auch sehr gut. Da hinten ist ein großer Fisch im Teich. Da würde ich sagen, gucken wir doch gleich mal, was hier abgeht. Moin.
Das ist ein Katzenwels. Den brauche ich zwar nicht, aber... Oh. Was kann ich denn hier mal kurz hinlegen? Boah, lol, wie sieht der denn aus? Was kann ich denn hier mal kurz hinlegen? Unkraut. Okay, ich muss mal dringend... Dinge verkaufen. Kann ich den Sägehai noch platzieren? Weil noch ist ja keiner da. Machst du heute auch noch deine Insel auf? Meine Insel ist an sich besuchbar. Momentan für beste Freunde. Aber wenn du ein Meilenticket droppst, kannst du auch theoretisch vorbeikommen. So, was muss ich hier noch abliefern? Haben wir ansonsten alles abgeliefert, außer den Hai hier? Hm. Ach ja, und ich wollte die Brücke noch bauen. Tropentapete. Ah. Ich weiß jetzt, wie man eine Tropentapete herstellt. Kannst einfach mal bei den Belohnungen unten gucken, HD Pro. Mach kurz mein Essen, dann komme ich vorbei. Jo, mach das. Ich muss wahrscheinlich eh dann noch den Typ ändern von unserer Insel, wie die geöffnet ist. Ist er bitte sehr? Ah, Mann. Natürlich wollte ich dir das geben. Was sollte ich denn sonst hier auswählen? Ja. Ja, ich möchte spenden. Cool. Ich angel noch den und dann ändere ich mal den Inseltypen, falls Leute da mit dem Meilenticket kommen wollen. Boah, ich muss gerade auf so viel achten. Auf einen Hai im Meer und an einen Käfer an der Palme. Das war nicht der Käfer. Ich vermute, der eine Käfer ist wieder super selten. Den könnte man vielleicht sogar besser auf einer Meileninsel grinden. So wie wir es mit dem Blauen da gemacht hatten. Ich würde sagen, ich glaube, ich mache das über Dodo-Code dann. Dann kann ich jedem den Dodo-Code dann immer geben, wenn jemand kommen will. Ja, du kannst es jetzt schon droppen. HD Pro, du kannst es jetzt schon einsetzen. So, Sekunde kurz. Wir gehen mal ganz kurz hier rüber. So. Oh,
Was kann ich jetzt machen? Ich habe dir den Zugangscode zu meiner Insel jetzt gewispert. Musst du mal einfach gucken bei Twitch. Oben bei Benachrichtigungen. Da müsste so eine Sprechblase mit 1 sein. Und da ist dann der Zugangscode, wie du auf die Insel hier kommst. Das mir nochmal stricken, hab's aus Versehen weggeklickt. Was haben wir denn anzubieten? Katzenwölfs, das hier. Den hier. Haben wir das Glühwürmchen schon abgegeben? Ja, doch, Glühwürmchen hatten wir schon abgegeben. Ich glaube, ich verkaufe die Blumen hier, die brauche ich nicht mehr. Davon habe ich eh viel zu viele. Ist hier ein neuer Fisch dabei? Ne, den neuen Fisch habe ich abgestellt, ne? Nicht, dass ich was zu viel verkaufe aus Versehen. Aber ich glaube, müsste passen. Hoffentlich. So. Willst du dir den Toaster kaufen, Regina? Ich finde, das Bügeleisen würde ihr besser passen, glaube ich, oder? Ist auch günstiger. Ich kaufe mir mal das Bügeleisen. Ja, Regina, für dich. Ich habe ein Bügeleisen für dich gekauft. Du hast es so angeguckt, als würde es dich interessieren. Also dachte ich mir, hier einfach mal schenken, ne? Ein Bügelset, ja, das ist voll toll, das wollte ich schon immer mal haben. Danke für die Gestaltung, gefällt mir sehr. Cool, gern geschehen. So, dann gehen wir noch shoppen, würde ich sagen. Ich gehe mal noch in die Boutique. Bevor die noch zumacht hier demnächst. Cornelia ist auch zu Hause. Vielleicht können wir Cornelia wieder was Schönes schenken. Du craftest nichts Neues, ne? Hä? Okay, die redet jetzt wieder gar nicht mehr mit mir. Toll. Hä? Okay. Okay. Das klang irgendwie, als würden zwei Leute auf einmal kommen. Die Juna kommt von Wonderland. Na dann. Bam, bam, badam, bam, bam, badam, bam. Mal gucken, ob wir wieder ein paar tolle Fische dann angeln können. Immer schön mit Mundschutz. Man will ja auch keinen anstecken hier, ne? Jaja. Nee, Amsterdam, wie gesagt. Die ganze Animal Crossing Insel, die haben ja alle kein Corona. Das ist eigentlich fast unnötig. Die sind alle so top mit der Gesundheitsversorgung und so. Da ist alles chillig. So, kann ich mich jetzt anziehen? Hoffentlich. Detektivmantel, Knotenshirt. Ob das wohl jemandem stehen würde? Das hier würde ich eigentlich fast nochmal gerne kaufen, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Aufwärmhose. Die wäre so orange. Könnte zu einem Outfit von mir eventuell auch passen. Oh, die Röcke sehen ja auch süß aus. Dann kaufe ich mir noch so einen Hut oder eine Katzenmütze.
Eigentlich muss ich da jetzt fast die Katzenmütze kaufen. Das ist ja süß. Das ist echt irgendwie putzig. So, genau das werde ich jetzt tragen, natürlich. Ich muss eigentlich fast nochmal was kaufen. Da gibt es so schöne Sachen. Es gibt auch so schöne Sachen, die ich Cornelia immer gerne schenken möchte. Also ich werde das sicherlich nicht tragen, wie gesagt, aber es gibt immer ganz tolle Sachen, wo ich irgendwie gerne Leuten schenken möchte. Wie zum Beispiel die Hüte. Wobei ich es schade finde, dass die Hüte bei den Leuten nicht so schön aussehen. Wenn die Leute die tragen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist voll doof. Eigentlich kaufe ich die ganzen Sachen nur für Samira und Cornelia. Ohne Witz. So, gibt's hier noch was Besonderes? Nee. Tschüss. Masa kauft den Rock. Wie gesagt, ist nicht für mich. Ich bin dabei noch zwei Mitbewohner loszuwerden, aber die wollen irgendwie nicht gehen. Tja. Ist halt immer so ein Work in Progress, ne? Hallo Jan. Mich ärgert es immer noch fürchterlich krass stark, dass ich den, die Nasenmuräne vermutlich halt versprengt habe. Die, wo eh so selten ist. Weißt du, die ist so selten gefühlt. Und wisst ihr, wie viel man bekommt, wenn man die verkauft? Man bekommt fucking 800 Sternis. Das ist so ein fucking Fail. Betrug. Whatever. Du bist nicht die Nasenmuräne, oder? Hast du nicht auch einen, der auch nicht gehen will? Nee, ich habe zwei, die nicht gehen wollen. Dafür wollte ich noch ein paar Fallen machen, damit die vielleicht irgendwann mal gehen. Hey, Samira. So, während er hier gerade Landeanflug macht, gehe ich mal kurz gucken, wo wir den nächsten Fisch eventuell jetzt angeln. Fluss. Fluss wäre spannend auf jeden Fall. Oder den Teich. Teich wäre auch cool. Dauern beide vermutlich relativ lange. Fluss und Teich. Und halt ja im Meer die Haie. Na, HD Pro. Uhr an Palmen. Scheint aber selten zu sein. Eichhörnchen ist auch mal unterwegs. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen hier. Du bist vermutlich nicht der Fisch, den ich haben will. Dafür sieht er irgendwie zu klein aus. Bin mir nicht sicher. Kannst du aufhören, dich wegzudrehen, bitte? Schon besser. Frosch, okay. Oh. Ja, das war wohl meine Angel, ne? Es gibt voll schöne Tops mit Knoten für Mädels, alle kaufen. Ja, die fand ich auch hübsch. Die würde ich auch gerne jemandem schenken hier. Der Cornelia oder so. Unter der Samira könnten die vermutlich auch passen.
glaube, dieser eine Käfer an den Palmen ist super selten. Ich glaube, das ist nur ein normaler Seebarsch. Ich angle ihn mal trotzdem. Oh ja, oder eine Flunder. Damit habe ich gerechnet. Oh, guck mal, wer da ist. Okay, ich sehe gerade zumindest keine Dingfische. Wie heißen die nochmal? Flossenfische. Oh lol, was geht denn hier ab? Das ist nicht der Fisch, auf den ich gehofft habe. Oh, jetzt ist hier ein größerer drin. Der mag mich schon wieder nicht. Hab direkt das eine anbehalten sogar. Da gefällt etwas jemandem offenbar sehr gut, habe ich gehört. Ich warte einfach, bis der Fisch sich da hindreht. Das kann nicht lange dauern. Das ist nicht der Fisch, den ich suche. Leider. Ich werfe hier mal Köder rein. Hä? Das ist ein Fluss, Junge. Da kannst du sowas reinwerfen. Ich glaube, das ist zu klein. Ich glaube, die Fische, die ich suche, sind vermutlich wieder die größeren Kaliber. Ja. Ich meine, den heftigsten haben wir ja schon, aber die anderen beiden werden jetzt trotzdem noch nervig, bis wir die mal haben. Das ist schon eher die Größe, die ich suche. Na. Und da ist ein Glühwürmchen. Falls jemand Glühwürmchen braucht, davon gibt es gefühlt hier genug. Glühwürmchen sind so fucking viele unterwegs, dass man schon fast eine Plage nennen könnte hier. Nee, die Pia haben wir auch nicht gesucht. Verscheuche ich den Fisch nicht. Ich habe es irgendwie gerade schon kommen sehen, wie der Fisch auf einmal weg ist. Wo sind die Glühwürmchen? Hier oben. Aber ich glaube, da findest du noch genügend. Hallo Nico. Schon wieder Pia geangelt. Hast du einen Standfernseher oder Computer im Spiel? Du meinst so ein Flatscreen-Fernseher, wie man heutzutage zu Hause besitzt? Ja, aber die sind scheiße teuer. Die kosten irgendwie 90.000. Aber theoretisch habe ich die ja.
Es kommt immer drauf an, was du für einen meinst. Es gibt auch, glaube ich, einen, den kannst du an die Wand packen. Der ist ein bisschen günstiger. Aber die anderen sind scheiße teuer. Mist. Wieso war der gerade so schwer? Kann ich einen kaufen? Ich kann dir theoretisch einen bestellen. Gegen Möbel oder so. Ich wüsste nicht, was für eins. Wenn, dann müsstest du mir ungefähr das Geld geben oder so. Dafür müsstest du auf die Insel hier. Aber an sich könnte man es machen. Du müsstest halt ein bisschen sparen und dir dann hier ein Meilenticket kaufen. Dann kannst du meine Insel besuchen kommen. Gibt's da als Kanalbelohnung für Watchtime. Hab noch so 40k. Das wird nicht reichen für den Fernseher, den du vermutlich haben willst. Also mit 40k kann ich nichts anfangen. Wenn, dann musst du mir den vollen Betrag von diesem Fernseher geben. Dann kann ich ihn dir vielleicht kaufen. Sekunde, ich kann dir mal zeigen, welchen ich meine. Wie heißt denn der dann? Heißt der einfach nur Fernseher oder TV? Oh, wie hieß denn der? Also es gab den, aber ich vermute, du willst eher den hier. Von den Fernsehdingern. Würde ich eher den hier machen. Die da sehen nicht so toll aus. Kann dir aber auch Möbel geben. Wie gesagt, ist halt teuer. Da müsste man dann etwas Dementsprechendes halt auch finden. Also wenn du das Geld an sich auftreiben kannst und dann, wie gesagt, hier irgendwann auf die Insel kommen kannst und sowas, zum Abholen oder zum Geld abliefern, damit ich dir den bestellen kann, können wir das machen. Aus heiterem Himmel kann ich dir den nicht kaufen. Ich muss selber auf mein Geld achten. Ich bin nicht der Reichste im Spiel. Ich habe zwar ein bisschen Geld, aber das muss ich auch irgendwo ansparen. Also wenn du das Geld zusammen hast, können wir es gerne irgendwie arrangieren. Wollte ich nicht noch meinen Kleidungsstil ändern? Ich glaube, ich mache das kurz. Also Glühwürmchen solltest du überall finden, ohne Witz. Es gibt so viele Glühwürmchen hier. Aber so 100k hat man eh relativ schnell zusammen. Deine Baumfarm abernten mit den ganzen Pflanzen. Bisschen Spinnenfarmen gehen, irgendwie sowas, dann hast du es schon bald zusammen. Das geht eigentlich ganz schnell. Finde ich zumindest. So eine Duftlampe brauche ich nicht mehr. Das kommt auch erstmal weg. Wie lange streamst du noch? Ja, bestimmt noch eine Stunde oder so. Ich streame auch später noch was anderes, also. Und ich streame eigentlich so gut wie jeden Tag. Oh, guck mal, Tropentapete. Das sieht ja schön aus. Sommermuscheln. Oh, lol. Ich habe eine Sommeranleitung bekommen. Cool. Ja, da kriegt man schon irgendwann hin. Wenn nicht heute, dann halt morgen. Das ist der eine in Blau. Das sieht dann ungefähr so aus. Von wo hast du die Tapete her? Crafting-Rezept heute. Hat der Erwin gecraftet. Erwin war auch mal wieder für was nützlich. Ichthyologie oder so. Okay. Geangelte Reaktion. Craftet er noch? Kann sein.
Ich schicke dir den Code, Junko. Kannst du auch kommen. Müssen wir gucken, ob er noch craftet. I don't know. OMG, ich hab meinen ersten Hai geangelt. Was hast du für einen Hai? Welchen hast denn du bekommen? Hast du den Hammerhai? Der fehlt mir noch. Oder hast du auch den anderen Hai? Den Sägehai? Ja, Erwin craftet noch. Da könnt ihr euch noch das Crafting-Rezept abholen. Dann redet ihr da zwar mit ihm, aber ist nicht so schlimm. Ich hab dir den Code geflüstert. Oder vielleicht auch nicht. Warte mal. Hab ich den falschen, Junko? Ihr habt alle so komischen Namen. Ich glaube, ich hab... Hä, ich hab doch extra doppelt geklickt. Ah, ich glaube, ich hab den falschen Junko gewispert. Na gut. Da wird sich auch nur denken, hä? Hast du ihn jetzt erhalten? Masa, was denn? Bitte sei mir nicht böse. Was hast du gemacht? Ah, cool. Ja, nice. Gönnung. Ja, ich habe den Sägehai. Der Sägehai ist seltener, glaube ich. Zumindest ist er mehr wert. Den Hammerhai kriege ich auch noch irgendwann. Solange du nicht... Ich ganz ehrlich, ich wäre, glaube ich, mehr getriggert, wenn du die Muräne hättest. Ich glaube, ich wäre mehr getriggert, wenn du die Muräne gefunden hättest. Bei die suche ich seit Ewigkeiten und sie kommt einfach nicht. Diese fucking Muräne. Was war denn das für ein Fisch da oben gerade? Gönn ich dir, Alina. Gönn ich dir. Die Haifische, die finde ich gar nicht so schwer zu angeln. Weil wenn man da einfach ein bisschen hin und her läuft, dann sieht man einfach den Hai mit Haiflosse und denkt sich, ja, dann angle ich halt. Ich finde die gar nicht so schlimm zu angeln tatsächlich. Das ist relativ easy. Und diesen Schiffshalter habe ich jetzt mit dem Köder gefunden. Ja, der ist auch nicht so selten. Ich möchte halt jetzt noch diesen komischen Käfer. Es gibt noch einen Goliath-Käfer, der ist an Palmen dran. Whatever that means. Dann gibt es noch Prachthirschkäfer, der ist an Bäumen theoretisch dran. Die Mücke fliegt halt rum. Ich glaube, das war's so ziemlich. Leuchtkäfer haben wir schon. Ja, fehlt nicht viel. Bei den Fischen ist halt, ja, das Übliche. Ein paar im Teich, ein paar im Fluss halt. Ganz ehrlich, ich bin ja eh heute nicht mehr getriggert, weil, alleine weil ich heute diesen super seltenen Flussfisch einfach so schnell geholt habe. Boah, dieser Fisch, ne? Der macht mich jetzt schon wieder wahnsinnig. Soll ich dir den TV spendieren? Du meinst, dem lieben Nico. Wenn ihr das natürlich gegenseitig irgendwie macht, könnt ihr das gerne machen. Habe ich kein Problem mit. Könnt euch gerne das gegenseitig ausmachen innerhalb der Community und euch gegenseitig beschenken. Dafür haben wir ja uns gegenseitig hier. Ich will halt diesen einen Fisch noch angeln. Erwin baut bei mir so kein komisches Holzspielzeug. Was? Holzspielzeug? Ach nee, stimmt. Hä, woher habe ich denn dann die? Ach nee, Entschuldigung. Ups, ich habe mich vertan. Das habe ich gar nicht von Erwin. Das lag am Strand. Entschuldigung. Ich dachte, Erwin hat's gecraftet. Es lag am Strand in der Flaschenpost. Ups. Hab mich vertan. Upsi, Entschuldigung. Mein Fehler. Ich dachte, Erwin hätte es gemacht.
Nee, HD-Pro, wir können es ja gegenseitig ausmachen. Oder hast du den Fernseher nicht? Rollquappe. Ich glaube, du musst trotzdem erst auf der Insel gewesen sein, bevor das geht. Bevor ich dir das irgendwie schicken kann. Selbst wenn ich dich, glaube ich, als Freund hinzugefügt habe, tauchst du erst in der Liste irgendwie auf, komischerweise. Wenn du hier warst, glaube ich mal. Da war, glaube ich, mal was. Muss in 5 Minuten erstmal weg mit den Hunden, bin dann mit meiner Mama und so draußen. Jo, okay. Tausend Sterne gesagt, lol. Okay. Braucht dann den Dodo-Code. Du musst mich, glaube ich, aber auch noch als Freund hinzufügen. Bevor du das nicht gemacht hast, bringt dir der Dodo-Code auch nichts. Und den Dodo-Code bekommst du, wie gesagt, mit den Punkten. Mit dem Hamsterpunkten. Bloß zuschauen. Den kann dir theoretisch kann dir auch jemand anderes ein Meilenticket kaufen. Wenn jemand anderes dir die Punkte auch spendieren will. So, jetzt. Den brauche ich auch noch nicht. Ja, ich weiß, dass das für den TV ist. Aber ich kann ihn ihm ja nicht schenken, wenn er noch nicht hier war. Dafür muss er sich halt erstmal mit den Hamsterpunkten Meilenticket dann kaufen. Ich glaube, ich angel gleich lieber im Fluss. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bekomme den einen Fisch nicht. Ich glaube, ich laufe mal wieder am Strand entlang. Was ist das hier noch für ein Fischi? Ein Seelachs, Barsch. Haben wir irgendwo wieder ein Hai? Du bist kein Hai. Da ist Samira. Du bist auch kein Hai. Du bist auch kein Hai. Inzwischen liegen da sogar schon zwei Muscheln. Ich kann die nur nicht aufsammeln wegen den Handtüchern. Habe FA gesendet. Ich glaube nämlich, ich kann dir das nicht bestellen, bevor du nicht auf der Insel warst oder irgendwie sowas war da. Ich kann aber mal gucken, ob es geht. Nook Shopping. Wie hieß der nochmal? War das einfach Fernseher? Den hier, ne? Das hier ist blau. Wenn jemand... Oh, ich kann nicht, wenn jemand da ist. Ja, dann kann ich es erst später versuchen.
So, Javier, geh wieder nach Hause. Tschüss. Okay, jetzt hat es zumindest schon mal gespeichert. Das heißt zum Beispiel, dass dein Fisch, glaube ich, jetzt, selbst wenn es abkacken würde, dann würde der Fisch zum Beispiel von Alina jetzt gespeichert sein. Ne? Weil es ja jetzt gerade gespeichert hat. Das ist eigentlich dann cool. Alina geht auch schon. Hast schon genügend Fische geangelt, Alina? Ach so, oder weil du ja erstmal raus musst, ne? Macht Sinn. Wenn du natürlich mit den Hunden raus musst, macht das Sinn. Bin jetzt kurz weg, sorry, bis gleich. Jo, kein Problem, Alina. Überhaupt kein Problem. Aber immer noch kein neuer Hai hier unterwegs. Nur Gulliver. An den Bäumen an sich müsste auch ein neuer Käfer oder so hängen können. Einfach an den Standardbäumen. Da ist ein Sandlaufkäfer. Und wir haben wieder ganz viele Früchte auch hier drüben, die wir verkaufen könnten dann. Oh, hier haben sich auch wieder Blumen vermehrt. Den Dodo-Code bekommst du, wenn du die Hamsterbelohnung einlöst. Du kannst quasi unten bei den Kanalbelohnungen kannst du für 1000 Hamsterpunkte quasi ein Meilenticket zu meiner Insel kaufen. Das kannst du dann einlösen und dann kannst du mich besuchen kommen. Darauf musst du dann sparen und dann kannst du das einsetzen und dann kannst du hier rüber. Oh, hier hat sich auch was vermehrt. Dich nehme ich auch mal mit. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Weiße. Na, schade. Und Nico, danke für den Follow dann. Willkommen im Hamsternest hier. Mach's hier gemütlich und Dankeschön. Oh lol, was ist hier denn passiert? Kommt denn das ganze Unkraut her? Ach du Heilige. Das sieht aus, als hätte hier der Blitz eingeschlagen. Für den Follow gebe ich Nico das Ticket. Alles klar, der Junko ist so nett und gibt dir das Ticket. Ich whispers dir jetzt dann kurz mal als Nachricht und dann kannst du auch mal eine Insel besuchen kommen. So. Hier ist der Code. Meine Tasche ist voll. Was lege ich denn kurz weg? Ich leg mal kurz die Äste hier weg. Huch. Oder ich vergrabe sie. Das ist auch sicherlich eine sinnvolle Sache. Erde. So. Ich glaube, wenn du dann hier warst, kann ich dir den dann, glaube ich, bestellen. Oder? Irgendwie so hatte das doch funktioniert. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Zumindest kann ich jetzt gerade keinen halt bestellen. Wenn, dann müsste ich ihn eventuell morgen bestellen. Dann müsstest du morgen den abholen, wenn ich ihn dir nicht direkt schicken kann. Was aber normalerweise gehen müsste. Was ist eigentlich mein Rübenpreis heute? Ah, 70 Sterne ist gleich so viel. Wow. Das ist richtig krass hier. Die verkaufe ich auch gleich wieder. Goldfisch brauche ich auch nicht. Brauche eigentlich alles nicht.
Katzen willst, vielleicht. Koi-Karpfen wäre auch noch irgendwie hübsch. Behalt mal die beiden. So, den Rest verkaufe ich mal kurz. Ja, ich beende ja schon das Gespräch. So, toll. Genau zu spät. Muss nochmal versuchen kurz. So. Ich habe gehört, wir bekommen Besuch. Von dem lieben, aggressiven Holzkopf Nico. Was? Das nenne ich mal einen Titel. Von Madeira, oh Gott. Uff. Die Leute sind schon kreativ, muss ich sagen. Finde ich gut, im Insel benennen. Ach, ich finde, das ist sehr kreativ. Ich finde, das ist kreativ. So. An sich kannst du dir auch jetzt gerne noch die Insel angucken, noch vielleicht irgendwas kaufen oder so. Also bestellen kann ich den halt schlecht, gerade. Das heißt, du solltest deinen Besuch noch nutzen. Weil momentan darf ich leider nichts kaufen hier. Solange ich Besuch habe, kann ich nicht sagen, ey, ich will das bestellen. Geht gerade nicht. Ich kann sie aber dann da vermutlich danach bestellen. Zumindest wenn das so funktioniert, wie ich mir das denke. Von dem her würde ich empfehlen, einfach noch irgendwo shoppen zu gehen oder so. Einfach ausnutzen, dass du noch hier woanders was kaufen kannst. Ein Karpfen. Hätte er jetzt den Fisch geangelt, den ich so unbedingt haben wollen würde, wäre ich schon wieder pissig gewesen. Zumindest ein bisschen. Ich wäre zumindest neidisch gewesen. So, wo können wir da mal kurz angeln gehen? Da ist noch ein Glühwürmchen. Mist. Aber es war eh kein großer Fisch. Ich habe irgendwie mehr Bock auf die Haie. Die erkennt man wenigstens. Kein Hai. Kein Haiglück gerade. Überhaupt kein Haiglück. Ich glaube, ich muss Alina nach ihrem Haiglück fragen. Ob sie mir das mal kurz leihen kann. Die hatte da wirklich Glück. Mit dem einen. Einfach mal den Hammerhai rausgezogen gehabt. Einfach mal so. Geht ja mal gar nicht. Damit habe ich irgendwie gerechnet, dass es nur ein Seebarsch ist. Boah, die Wellen sind, die haben gerade schon wieder Anfall. Ich weiß nicht, heute haben die allgemein, waren die sehr laut. Und ich dachte mir so, ja, okay,
Sollen sie halt, weil dann sind sie heute Abend vielleicht ruhiger, aber ich glaube, das kann ich vergessen. Ich glaube, die haben heute einfach einen sehr aufregenden Tag. Bin mir nicht sicher. Hey, willst du zufällig einen Seebarsch? Ich habe da einen für dich. Nee, willst du nicht? Okay. Schade. Hätte gern einen Seebarsch gegeben. Da ist ein Flossenfisch. Sieht er den? Nö. Okay. Und es ist ein... Boah, was? Oh mein Gott. Ein Hai. Ein Haiklerfang. Oh Gott. Ich glaube, wir haben soeben den angeblich seltensten Fisch gefangen. Der ist den ganzen Tag über da? Ich dachte, der wäre nicht den ganzen Tag über da. Boah, da rasten die Wellen sie dir erst recht aus, wenn ich jetzt diesen Fisch angle. Ja, Alina, da kannst du mit deinem Hammerhai nicht mehr mithalten. Easy. Also an sich müsste ich es dir jetzt theoretisch bestellen können, sodass du ihn theoretisch heute bekommst, den Fernseher. Das müsste gehen. Aber es müssten halt erstmal alle von meiner Insel dann gehen. Also du musst eventuell noch Geduld haben, bis alle sich hier dann verzupft haben später. Aber ich müsste ihn dir theoretisch dann schenken können. Kannst dich aber auch gerne, ja, du kannst gerne auch schon wieder gehen, wenn du magst. Mir ist das egal. Kannst aber auch gerne noch angeln hier. Weil wir haben ja hier die besonderen Fische, die du vermutlich bei dir noch nicht angeln kannst. Also wenn du auch noch ein bisschen angeln willst, habe ich da auch kein Problem mit. Da ist noch ein Haifisch. Oder? Ist das ein Haifisch? Hat er denn nicht eine Flosse? Ja, doch, ist ein Haifisch. Ein Schiffshalter. Ja, nice. Du musst nach diesen Flossenfischen Ausschau halten, falls du Haie suchst. Und hier ist noch ein Glühwürmchen, falls du noch kein Glühwürmchen hast, hier unten unterhalb. Glühwürmchen gibt's hier auch. Das hast du vermutlich auch noch nicht. Also einfach ein bisschen umgucken, dann findest du bestimmt ein paar neue Sachen. Ich muss mir echt was überlegen mit unseren Büschen, wie ich die am besten dekorieren kann, ohne dass es total komisch aussieht. Weil die Büsche da oben, die machen mich richtig unhappy, wenn ich die da sehe. Ich will an sich mit den coolen Büschen, mit den neuen Büschen hier was machen. Aber andererseits weiß ich auch noch nicht so ganz, wo ich die ganzen Sachen schon wieder hinpacken soll. Vielleicht mache ich lieber Büsche bei unserem einen Blumenfeld hin, anstatt irgendwie Zäune. Dann hätte ich die zumindest irgendwie untergebracht. Bin mir echt unsicher. Nochmal Pier geangelt. Oder was auch gehen würde, wäre hier drüben Büsche hinzumachen als Abgrenzung. Hier so quasi an den Spots hier. Und dann dahin halt einfach die Blumen zu lassen. Dann wären die so abgegrenzt. Das heißt, wenn es regnet, könnten die dann hier nicht rauswuchern auf dem Weg, wie sie es sonst halt immer tun. Nur hier ist halt die Frage, weil hier ist halt, ja, blöd. Da würden die trotzdem rauswuchern, vermutlich. Aber es würde vermutlich besser funktionieren. Boah, wir haben einfach so coole Sachen geangelt, ey. Wir haben den seltensten Hai geangelt gerade. Angeblich seltensten. Irgendjemand meinte, das ist das seltenste. Ich weiß nicht, wer das war. Aber gestern hatte es irgendjemand gesagt. Von dem her denke ich mir gerade so easy peasy, lemon squeezy. Oder high squeezy. Ich darf den nur nicht aus Versehen verkaufen. So wie ich es gerne mal tue mit gewissen seltenen Fischen. Oh, guck mal, hier haben auch noch eine orange Blume gezüchtet, sehe ich gerade. Zack. Ich glaube, diesen einen Käfer, der auf Palmen spawnt,
finden wir entweder irgendwann mal durch Zufall oder ich grinde wirklich nach dem auf so einer Meileninsel. Irgendwie sowas. Irgendwie spawnt er hier schon wieder nicht. Und an den Bäumen müsste auch noch ein Käfer sein. Einfach allgemein an den Bäumen. Den habe ich aber auch noch nicht gesehen. Und den Hammerhai brauchen wir auch noch. Das ist jetzt der einzige, der uns noch fehlt. Der Hammerhai. Wenn wir den haben, dann haben wir, glaube ich, sogar alle Haie. Oder? Oh, ich weiß gar nicht. So, Mars, ich war jetzt im nächsten Stream. Seht ihr nicht Marser, sondern die Wellensitte hier. Die sind ja sogar schöner als Marser. Darauf sparst du jetzt. Damit du auch mal die Welli sehen kannst. Ja, das ist eine coole Idee. Guck mal in deinen Briefkasten. Kann ich machen. Da ist ein größerer Fisch. Den muss ich noch kurz angeln. Na, schade. Dachte, wäre vielleicht ein neuer. Achso, nee, mein Briefkasten soll ich gucken. Ich gehe erstmal in mein Haus rein. Okay, Mauser. So kann man es natürlich auch machen. Wobei, das ist keine so doofe Idee. Okay. Ja, was hast du heute so getan? Ja, ich habe einen Haifisch in mein Wohnzimmer gepackt. Und du so? Der Briefkasten blinkt immer noch nicht, obwohl ich hier rein rausgegangen bin. Ich habe nichts Neues im Briefkasten. Ich glaube, ich komme da nicht hoch, ne? Mist. Ich habe mir selbst den Weg verbaut. Um mir einen neuen Weg zu machen. Dann gehen wir halt die normale Route. Hey, lol, hier hat sich auch eine Orange gezüchtet. Lol, wie random. Wie random ist das denn hier? Oder ist da auch eine Orange? Achso, es ist so eine Orange. Ah, ich dachte, das wäre eine besondere. Schade. Naja. Wir haben noch eine orange Rose, die wir wohin packen können. Ich pack die mal hier dazu. Für den Moment. So. Guck dann später nochmal rein. Okay. Im Briefkasten sind erstaunlich wenig Briefe von mir. Ich glaube, das muss sich ändern. Okay. Ich glaube, ich werde mal kurz hier meine Obstplantage mal ernten. Wieso liegen da hinten eigentlich noch so viele Birnen rum? Warum habe ich die liegen lassen da hinten? Habe ich die echt mal übersehen? Das hat bestimmt mein Insel-Image wieder runtergepusht hier, wenn ich die da liegen habe lassen. Ha, das ist eigentlich voll praktisch, wenn Leute da sind. Weil da kann ich nicht aus Versehen meinen Zaun dann abreißen. Boah, das ist voll sinnvoll, ja?
Das ist dann voll sinnvoll sogar. Nein, ich wollte die nicht pflücken. Mist. Okay, das ist der nächste Nachteil. Man kann aus Versehen jetzt Sachen pflücken. Gut, damit kann ich leben. Brauchst du was einrichtungsmäßig? Kühlschrank, Dusche oder so? Nee, von den Einrichtungsmitteln nicht tatsächlich. Was bräuchte ich denn noch? Boah, gute Frage. Das ist echt eine schwierige Frage, was ich von den ganzen Einrichtungsmitteln noch bräuchte. Ich glaube eigentlich nicht wirklich was. Da oben wachsen unsere kleinen Büsche. Sehe ich auch gerade. Guck mal. Die wachsen auch so langsam, die wir da gepflanzt hatten. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Also meine Küche würde ich auf jeden Fall sagen, ist ziemlich fertig in dem Spiel. Ich wüsste gerade wirklich nicht, was mir noch fehlen würde. Wenn ich so drüber nachdenke. Und Türschilder brauche ich eigentlich gar nicht. Und ich glaube, ich habe sogar so eins. Aber mit Türschildern kann ich nicht wirklich was anfangen. Oh nein. Okay, ich glaube, ich brauche jetzt neue Angeln. Ich glaube, ich habe erstmal gar keine Angel mehr. Wenn mir jetzt ein wichtiger Fisch unterkommt, habe ich ein Problem. Ich sollte vermutlich einfach gleich hier so ein paar Sachen bei Nepp und Schlepp wieder verkaufen gehen, bevor es noch zu spät ist. Ah, wobei, 20 Uhr haben wir noch. Noch kann man ja einkaufen. Wie viel Platz habe ich noch? Ginge sogar noch ein bisschen. Brauchst du einen Webstuhl? Sehe so aus. Als bräuchte ich einen Webstuhl. Ich glaube, nein. Ich glaube, ich besitze sowas genau bereits. Ja. Aber sollte ich mal einen Webstuhl brauchen, dann, ne? Dann gebe ich dir auf jeden Fall Bescheid. Dann bist du der Erste, dem ich Bescheid gebe. Hey, du, ich brauche einen Webstuhl. Das verspreche ich dir. Da bin ich dann der Erste. Oder dann bist du der Erste, der es erfahren wird. Wir haben gefühlt immer noch viel zu viele Birnen. Eventuell sollten wir mal eine Reihe Birnen gegen eine Reihe Pfirsiche oder so vielleicht noch eintauschen, weil unsere Pfirsichreihe ist so klein. Wir haben allgemein sehr wenig Pfirsiche, aber sehr, sehr viele Birnen. Vielleicht sollte ich da lieber auf Pfirsiche noch setzen. Auf eine Reihe. Hier drüben dann. Damit wir ein bisschen von den Birnen wegkommen, weil wir haben wirklich sehr viele Birnen. Sehr, sehr viele. Viel zu viele. So, das verkaufe ich alles soweit mal. Ich habe einen andersfarbigen Kampfring im Angebot. Ja, also ich sammle gerne die Farben. Das tue ich tatsächlich sehr gerne. Also von dem her, kannst du mir den theoretisch schicken. Ob ich ihn benutzen werde, ist die andere Sache.
Aber theoretisch finde ich es cool. Ich sammle sie ja gerne Sachen. Ich bin ein kleiner Sammler in dem Game. Wenn es nur eine andere Farbe hat, dann kaufe ich schon gerne. 63.000 Sterne, ich sage immerhin. Dazu sage ich nicht nein hier. So, Freunde. Dann kaufe ich mir mal zwei neue Angeln hier. Ja, nehme ich. Und ja, ich nehme noch mal eine Angel. Nehme ich. So, Dankeschön. Ich glaube, ich habe eine Quest erfolgreich abgeschlossen soeben. Gucken wir gleich mal, was haben wir denn Schönes? Einmal Geld ausgeben, da bin ich auch sehr gut drin. Und hier noch das hier. Da müssen wir noch Fossilien analysieren und Muscheln verkaufen. Klingt alles relativ machbar. Hier möchte ich eigentlich die ganzen Blumen auch noch alle austauschen gegen irgendwelche schönen Zuchtblumen. Ich glaube, die Nasenmuräne, die wir ja übersehen haben, die war viel schmaler als der Fisch, oder? Ich glaube, die war viel schmaler. Das müsste mir eigentlich auffallen, wenn es irgendwo eine Nasenmuräne ist. Das ist echt doof. Dass ich damit so viel Pech habe mit dieser komischen Nasenmuräne. Du bist auch nicht ein Fisch, nach dem ich suche. Da war noch ein Glühwürmchen. Mich wundert es tatsächlich ein bisschen, dass noch kein einziger Skorpion gespawnt ist, seit ihr hier seid. Ich hätte es irgendjemandem ja gegönnt, einen Skorpion mitzunehmen nach Hause. Muss ich schon zugeben. Aber ist kein einziger gespawnt. Vor allem das Blöde ist, ich kann ja auch nicht aufräumen, während hier jemand ist. Das heißt, ich werde niemals gerade an diese beiden Muscheln drankommen. Ich glaube, die anderen gucken auch gerade nach Haien. Bist du der Käfer, den ich suche? Auch nicht, ne? Das ist nur der japanische Rosenkäfer wieder. Den will ich eben nicht haben. Oder den brauche ich nicht unbedingt. Dich angeln wir mal trotzdem. Einfach weil du hier gerade am Rumexistieren bist. Oder auch nicht? Ich glaube, im Barsch. Ja. Ach Mann. Wieso kann ich nicht einfach Glück haben mit diesem Fisch? Da ist gar keiner drin im Teich. Ich glaube, die sind ausgestorben. Ich glaube, die Teichfische sind soeben ausgestorben, Leute. Hey, Samira. Wo kommst du denn her? Oho, und schon sehen wir uns wieder. Lass mal quatschen. Bei uns ist Besuch von einer anderen Insel angetroffen, welche ein grenzloses Vergnügen, neue Gesichter zu sehen. Ja, das freut dich, ne, Samira? Das freut dich. Das ist doch auch nur ein Seebarsch. Wie sah diese komische Muräne nochmal aus? Die sah wirklich anders aus, oder? Oder habe ich das nur so in Erinnerung? Ich müsste das fast irgendwie im Video nochmal angucken. Aber ich hätte schwören können, die hat sehr, sehr dünn ausgesehen. So, wir sehen uns, Nico. Ich schicke dir das Ding, sobald hier alle von der Insel runter sind. Dann gucke ich gleich, ob ich dir das schenken kann. Ne?
Sobald alle von der Insel runter sind. Oh, ich habe eine Kokosnuss übersehen. Ich will auch nicht aufräumen, ich will die doofe Kokosnuss nehmen. Uff. Den Fisch hier übrigens, den hier, der hier ausgestellt ist, den müssen wir auch im Fluss momentan angeln können. Aber ist relativ selten auch. Deswegen haben wir den, glaube ich, noch nicht. Ich will auch nicht aufräumen, ich will einfach nur die Kokosnuss aufnehmen. Mann, Mann, Mann. Das Spiel geht immer davon aus, dass man wirklich unbedingt aufräumen will. Ein neuer Haifisch leider. Oh je, so viel Kokosnüsse. Ich glaube, ich muss wirklich... Einerseits will ich bei den Palmen ein bisschen zurückschrauben. Andererseits, wenn ich dann wieder so Käfer habe, die eben an den Palmen spawnen sollen, ne? Ich über die dann wieder nachdenke und dann drüber nachdenke, dass der komische Kackkäfer hier immer noch nicht gespawnt ist, denke ich mir so, ah, ich glaube, du solltest eher nicht zu weniger Palmen übergehen, sondern eher zu mehr Palmen, damit dieser komische Käfer mal spawnen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, auf einer Main-Insel werden wir darauf besser vorbereitet. Zumindest hier oben, glaube ich, werde ich die Palmen irgendwann mal verschieben, weil mich die hier ein bisschen triggern. Dass wir die so an einer Reihe haben. Das ist mir irgendwie zu nahe.
Da werde ich definitiv ein, zwei wegmachen. So. Palmen haben wir auch wieder abgeerntet. Ich glaube, wir hatten ja auch ein neues Palmen-Crafting-Rezept noch irgendwie. Bin mir auch ziemlich sicher. Mal gucken, ob es bei Craftable gerade... Ja, genau das hier. Kokosnuss, Wasser. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Das wollte ich irgendwie craften und dann am Strand oder so irgendwo hin platzieren. Geigenkäfer, falls den noch jemand nicht hat, muss er nach oben kommen. War hier nicht ein Fossil? Ah ja. Huch. Ich hab die Schaufel sogar noch im Inventar hier. So, das müsste das letzte Fossil, glaube ich, sein. So, das nehmen wir auch noch mit. Und dann können wir noch die restlichen Obstbäume hier ernten. Das sind ja auch noch mal ein paar hier. Die dürften eigentlich auch noch mal ein bisschen Geld reinbringen, würde ich sagen. Das sollte eigentlich ganz gut noch gehen. So. Boah, jetzt, was? Das sind gerade zwei von denen sogar, die spawnt. Uff. Uff. Naja. An sich ist es nicht trotzdem nicht unbedingt schlimm. Aber trotzdem irgendwie kacke. Davor war es sonst immer einer, aber wegen der Blume, die wir jetzt da platziert haben, ist es jetzt mehr geworden. Das ist schon ein bisschen uncool. Aber andererseits, damit kann ich leben. Dafür sieht es schöner aus. Dieser Vogel hat heute echt sehr viel zu reden. Wollte ich nur mal anmerken. Oh, guck mal, hier ist auch... Ah, ich glaube, weil er jetzt wirklich gar keinen Platz hatte, weil hier auch wieder was rübergewachsen war. Guck mal. Die Blume habe ich erst nämlich nicht gesehen. Ja, manchmal habe ich echt den Eindruck, dass die Blumen wahrscheinlich irgendwie nicht so toll sind, sondern irgendwas anderes wäre vermutlich besser, wenn man da in die Mitte packen würde. Vermutlich einfach nur ein Setzling würde schon gut sein. Einfach irgendein Setzling. So, und wenn ich das hier, glaube ich, abgeerntet habe, würde ich auch so langsam sagen, dass wir dann mal eine Pause einlegen. Ich muss nämlich nochmal Abend essen. Rennmäuse füttern, ihr kennt das ja. Also wirklich, die Streampause werden wir einlegen heute. Und abends spielen wir dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen Resident Evil Resistance. Und dann schicke ich Nico auch noch gleich den Fernseher, wenn wir dann die Insel schließen. Da muss ich nur noch unbedingt dran denken dann. Und ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, ich kann dir den schicken. Habe auch mal Killer in Resident Evil gespielt. Das ist echt frustrierend. Ja, anfangs kannst du sehr, sehr lange nichts machen. Huch, meine Tasche ist ja voll. Jetzt schon? Das ging aber schnell. Naja, die ganzen Kokosnüsse habe ich auch noch dabei. Aber ja, also das Matchmaking in Resident Evil ist da so eine Sache. Es gibt nämlich keins, gefühlt. Das ist der Punkt. Du brauchst als Mastermind sehr, sehr lange. Es ist ein harter Weg, bis du dir die ganzen Sachen halt auch freischaltest. Ähnlich wie bei den Survivern, da schaltest du ja auch alles nach und nach frei. Von den Perks und Passiven und whatever. Und das ist halt ähnlich auch beim Mastermind. Und da ist es natürlich dann lange frustrierend, bis du das Ganze mal so weit gelevelt hast. Oder allgemein alle Charaktere so weit gelevelt hast, bis du da mal wirklich irgendwas machen kannst gegen die meisten Leute. Aber wenn du dann halt mal irgendwann die Mittel hast,
wird es halt auf jeden Fall einfacher und auch lustiger. Aber es ist halt erstmal ein langer Weg dahin. Ja, hatte die Chars auf Level 30 plus und ich mit Level 1 Annette. Ja. Ja. Wie gesagt, da kannst du nicht viel machen. Ist einfach so. Du musst halt trotzdem versuchen, dein Bestes zu geben und du bist auch punktetechnisch und so wirst du ja trotzdem rewarded. Also du bekommst ja was dafür, so ist ja auch wieder nicht. In DBD, wenn du ein schlechter Killer bist oder so, bekommst du nichts dafür. In dem Spiel würde ich trotzdem sagen, da würde ich trotzdem so fair sein, dass zumindest du sagen, dass du trotzdem dafür ziemlich gut belohnt wirst, wenn du hier Mastermind spielst. Also ich finde, das Spiel macht es in vieler Hinsicht einfach besser als DBD. Ich hatte eher ein A, ja genau, aber war halt trotzdem demotivierend. Ja, ich verstehe das Problem. Ich verstehe das auch, dass das irgendwie ein bisschen demotivierend ist. Hä, seid ihr alle von meiner Insel inzwischen weg? Wann ist denn... Hä? War HD Pro nicht noch da? Hä? Du hast Besucher, also solltest du jetzt keine... Ich hab... Hä? Vorhin konnte ich doch nicht aufräumen. Hä? What the fuck, Spiel? Ist noch jemand auf meiner Insel gerade? Wo sehe ich denn das nochmal? Wieso konnte ich jetzt den Zaun wegnehmen? Davor hieß es immer, Mimimi, du kannst jetzt nicht aufräumen. Und wieso konnte ich jetzt auf einmal den Zaun nehmen? Nee, nee, davor konnte ich den Zaun ja auch nicht nehmen. Deswegen bin ich ja gerade so verwirrt. Toll. Bin noch da. Okay. Dann lege ich den Zaun gerade mal dahin. Dann bleibt er halt da erstmal am Vergammeln. Sehr merkwürdig. Weil vorhin konnte ich den, glaube ich, nicht nehmen. Hätte ich schwören können. Ich glaube, das Spiel hat einfach noch Bugs. Die habe ich extra schon gegossen. Ja, die goldene Gießkanne ist wirklich das einzige Item, was sich lohnt. Da gebe ich dir recht. Das finde ich auch. Ich benutze die goldene Gießkanne super gerne. Die anderen Goldsachen mache ich mir eigentlich nicht. Bin wieder da. Es regnet jetzt einfach nach Ewigkeiten. Lol. Willkommen zurück. Du hast ein Talipia irgendwas gefangen. Du hast Pia gefangen. Wenn du eine Gießkanne dabei hast, kannst du die schwarzen hier bitte kurz gießen. Also auf meine. I Was? Also ich meine, im Real Life regnet's. Das habe ich mir irgendwie fast gedacht, dass du das meinst.
Nee, Alina, nicht mehr lange. Ich möchte gleich noch selber wieder essen gehen und meine Rennmäuse füttern und so das Übliche. Und dann muss ich noch jemanden hier kurz was im Animal Crossing noch schicken. Und ja, also nicht mehr lange. Nein. Jo, Maser, bin auch schon mal raus. Alles klar, Kalle. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns. Ich weiß gar nicht, ob die Blumen hier überhaupt wachsen können. Da hat sich eine falsche vermehrt. Nein. Genau die wollte ich nicht nehmen. So, Sekunde. Ich möchte die hier kurz nehmen. Die hier pflanzen. So. Dann gießen wir die blauen hier drüben noch. Hat er die oberhalb überhaupt gegossen? Ich glaube, das war schon wieder nicht in der Range, ne? Ja. Ich glaube, dass die tatsächlich auf Steinwege nicht raufwachsen können, die Pflanzen. Die Pflanzen können, glaube ich, relativ heftig wachsen, aber nicht auf die Steinwege. Habe ich irgendwie den Eindruck. Ich habe so viele Blumen, ne? Die man inzwischen alle gießen kann oder muss oder sollte. Holy shit. Ist echt ein bisschen großes Ausmaß geworden. Die blauen habe ich auch noch hier. Die hätte ich auch gerade schon wieder fast übersehen. Hier unten haben wir die noch. Und die Gießkanne ist hinüber. Darauf habe ich basically eigentlich gerade noch gewartet. Habe ich noch eine Gießkanne? Außer der goldenen? Ne. Vor allem die goldene ist gefühlt noch kein einziges Mal kaputt gegangen und ich benutze sie halt schon so ewig lange. Das verwundert mich fast ein bisschen, dass sie immer noch lebt. So, habe ich hier schon gegossen? Ich glaube, hier habe ich auch noch nicht gegossen. Bei unserer Hauptzuchtfarm halt überhaupt mal. OMG, ich habe die Nasenmuräne. Als ob. Sah die irgendwie besonders aus? Als du den Schatten von der gesehen hast? Kannst du mir sagen, wie die dann aussah? Sah die wie ein normaler Fisch aus? Oder sah die besonders aus?
Damit ich zumindest weiß, wonach ich suche. Lang und dünn. Da müsste man die theoretisch eigentlich erkennen. Alina hat, glaube ich, noch gar nicht gesehen, was wir vorhin geangelt haben. Hat sie so geschlängelt. Ja, okay, dann habe ich die nämlich vorhin mal gesehen gehabt und habe sie leider verscheucht, weil ich doof war. Hier, guck mal, Alina. Habe ich vorhin noch aus dem Meer gezogen. Ich würde sagen, auch ganz cool, ne? Den Hammerhai habe ich aber leider noch nicht bisher wieder gefunden. Aber der hier soll wohl eh seltener sein als der Hammerhai. Angeblich soll das der seltenste Hai sein, habe ich gehört. Also den Hammerhai kriege ich auch noch irgendwo her. So. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich will die auch haben. Doofe Muräne, ey. So, so langsam musst du dann aber gehen, ne? Weil wir wollen ja so langsam dann Feierabend machen, HD Pro. Damit ich Nico auch noch das Geschenk schicken kann. Eines Tages finde ich diese Kackmuräne, ey. Eines Tages, Leute. Kann doch nicht so schwer sein. Und den letzten Hai kriegen wir auch noch irgendwann. Gulliver ist auch noch da. Da ist ein Hai. Ja, easy. Ja. Ein Hammerhai. Der schlimmste Feind des Nagelrochens. Uff. Ja, easy. Easy peasy. Ich gehe jetzt. Jo, mach das. Danke fürs Dasein. Easy. Take that, Alina. Jetzt habe ich doch dann gefühlt wirklich alle Haie und so, ne? Und jetzt crasht Animal Crossing und alles ist weg. Ja, ich glaube auch. Das wär's jetzt. Das wäre so ein typischer Animal Crossing Move. Okay. Ne, wir haben den noch. Alles gut. Da ist eine Mücke. Dann lasse ich mal hier alles schließen gerade. Dann geben wir die ganzen Haie noch ab. Gucken uns die definitiv im Museum an. So viel könnt ihr mir glauben. Und dann mal gucken. Wie war noch der Code? Nee, nix da. Flugsteig schließen.
Dankeschön. Nee, mehr kann man nichts. Mir ist nicht mehr zu helfen. Danke. Okay. Hatten wir nicht sogar noch eine Quest, wo wir Fossilien analysieren hatten müssen? Ja, Hammer. Ah, jetzt habe ich Post. Von Yannick. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du immer da bist mit deinem neuen Rasenmäher. Putzen macht Spaß, Kappa. Okay. Okay. Bevor ich das aber noch mache, gucke ich gleich mal hier wegen dem TV. T. Oder nee, Fernseher waren das, ne? Fer. Nico, du wolltest den dann, ne? Den blauen nicht. Du wolltest den dunklen haben. Den anderen, oder? Ich hoffe, Nico ist noch da überhaupt. Wenn nicht, bekommt er einfach den silbernen. Ich glaube, Nico ist nicht mal mehr da. Okay, toll. Ja, dann bekommt er den. Ich hoffe, das ist der richtige. So, Nico. Oh, Leute, es gibt begrenzt verfügbar. Gut, also, ich nehme mal das hier. Okay. Bitte sehr. Okay, cool. Dann nehmen wir den Hai hier noch mit. Die Geschenke packe ich mal noch aus. Wir haben einen Rasenmäher und was ist das? Ein Staubsauger. What the fuck, Yannick? Oh, das sieht aus wie ein Pokéball. Und ein Rasenmäher noch. Und ein roter Rasenmäher. Cool, danke, Yannick. Muss ich irgendwo mal dekorieren. Erinnert mich dran, dass ich das noch machen möchte irgendwann. Bevor ich es wieder vergesse. Tschüss, bis im nächsten Stream. Hat sehr viel Spaß gemacht. Juhu. Wir sehen uns morgen vielleicht. Okay, ich wollte gerade was holen noch. Was wollte ich mir holen? Ich glaube, meine Fossilien waren es. Ich hoffe, sonst muss ich nichts mehr holen. Gott, ich habe echt viele Fossilien. Ich muss irgendwas wieder ablegen. Ich leg mal das hier hin. Weil wir haben ja noch ein Hai rumstehen irgendwo. Und ich muss mal mein Licht anmachen. Man sieht in der Kamera schon wieder nichts gefühlt. Es wird schon wieder so dunkel hier. Ist ja auch schon 21 Uhr hier auf Amsterdam. Das heißt, die Boutique hat jetzt geschlossen. Nehmen wir das noch mit. Ich guck mal ganz kurz noch hier rein. Genau, die drei haben wir definitiv noch nicht gespendet. Haben wir hier auch wirklich momentan alle abgegeben? Mücke habe ich gespendet. Leuchtkäfer habe ich auch gespendet. Ja. Hast du so eine Poolliege? Ne, eine Poolliege habe ich glaube ich tatsächlich auch nicht. So, ich möchte gerne was stiften. Und zwar habe ich da einen Sägehai, einen Hai und einen Hammerhai für dich. Ich glaube, man könnte wahrscheinlich mit den Haien auch richtig viel Geld machen. Aber ich würde irgendwie ganz gerne ein Modell davon machen wollen, um ehrlich zu sein. Ich hätte da irgendwie gerne irgendwie drei von diesen heftigen Haien und dann ein Modell machen lassen, wenn der Biber-Typ da wäre. Holy shit, wäre das nice.
Danke dir. Kommt auf jeden Fall in meine Hobbysammlung. Okay, wir gucken uns erst die coolen Fische an. Und ich habe irgendwann irgendein Achievement bekommen. Oder, nee, wir haben schon was. Die komische Daily Quest hier irgendwo. Die hier. Ich glaube, es gibt aber trotzdem noch was für die weiteren Dinger. Ist hier was Neues dazugekommen? Ich glaube, da ist nichts Neues. Ist hier jetzt was bei den Piranha noch? Ach, hier ist diese Gold-Dingens. Goldsalmler oder was auch immer das war. Aber da fehlt noch einiges. Ich weiß nicht, was da noch alles reinkommt, aber. Ach, Lachssalmler. Ja. Ich weiß nicht, was da noch dazu kommt, aber gut. Ist noch jemand auf deiner Insel? Nee. Ich hab dir den Dingen schon geschickt. Dein Fernseher ist schon in deinem Postkasten. Boah. Aber da ist nicht der Hammerhai drin, oder? Den Hammerhai sehe ich hier gerade nicht. Walhai, Schiffshalter, Makrele, Hai. Was ist denn der Walhai dann? Ist hier noch ein neuer? Nee. Ist der im anderen? Boah. Das sieht so krass aus, ne? Boah. Ich bin so froh, dass wir Time Travel, Leute. Ich bin so froh darüber. Stellt euch vor, man müsste einfach noch 2 fucking Monate warten, bis das mal. Oh! Okay, der Hammerhai ist hier drin. Das ist echt Hammer. Da unten ist auch der Sägehai. Seht ihr den? Da ganz unten liegt er. Einfach chillig am Rumgammeln. Boah, wie cool. Der Sägehai. Was für einen Rasenmäher hast du bekommen? Den roten. Ich habe noch so einen weiß-gold-gelben. Hab ich. Boah, wie cool der aussieht. Boah. Bin da richtig proud hier auf die Sammlung. Und hier fehlt halt auch noch was, glaube ich. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was da noch kommt. Aber läuft echt gut. Läuft echt gut. Dann gehen wir noch kurz bei den Insekten gucken vielleicht, oder? Oder wir warten bei den Insekten noch, weil wir haben nicht so viele neue Insekten bisher bekommen. Denn es gibt noch ein paar, die wir immer noch suchen müssen. Theoretisch sind die jetzt schon da. Aber wir hatten noch nicht das Glück, leider. Vielleicht ist es wirklich besser, die dann einfach auf einer Malleninsel zu suchen wieder. Die Insekten habe ich immer mehr Glück auf einer Malleninsel. Es gibt welche, die müssten theoretisch einfach an Bäumen dranhängen. Habe ich aber bisher noch keinen gesehen. Und es gibt welche, die müssen an den Palmen eigentlich dranhängen. Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Nein. Ah. Hä? Ernsthaft? Oh. Wir haben ihn dann gefühlt die anderen Steine mitnehmen können gerade. What the fuck?
Aber stimmt, ich habe keinen Inventarplatz. Da war was. Da war wirklich was. Ups. Boah, ich weiß gar nicht, was ich hier alles für Teile habe. Es gibt auf jeden Fall welche, die ich dann verkaufen werde, weil ich die eh nicht brauche. Aber es gäbe so. Ich hätte gerne hier irgendwo diesen riesigen Langhals rumstehen. Den hätte ich gerne. Ich habe Post. Nicht, dass ich die aufnehmen könnte, aber ich habe Post von Juvia. Müssen wir gleich auch angucken hier. Kann ich mein Inventar wieder zumüllen? Mist, das Kochfeuer muss ich wieder mitnehmen. Könnte auch alternativ ein kleineres Lagerfeuer dahinstellen und nicht dieses riesige Kochfeuer. Andererseits will ich das eigentlich schon da haben. Sekunde. So sorry. Uff. Sonnenliege. Rasenmäher. Sonnenliege. Huch. Boah, die sieht ja cool aus. Okay, das finde ich cool. Die finde ich fast besser als die hier. Kann ich die mal kurz hier so hin platzieren? Why not? Why not? Dann kümmern wir uns noch kurz um die restlichen Steine auf unserer Insel, damit wir auch die wirklich alle abgegrindet haben. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Muss nämlich wieder hier meinen üblichen Pflichten nachgehen. Mäuse füttern, Blumen gießen, whatever. Und später spielen wir, wie gesagt, noch Resident Evil weiter. Da war eine Mücke. Haben wir aber schon genügend von. Da hinten ist ein Käfer an dem Baum. Leute, das ist der eine Käfer. Ich habe Angst. Ich habe Angst, mich dem zu nähern. Weil ich habe Angst zu verkacken. Wir haben ihn. Nice. Oho, ein Goliath-Käfer. Immer noch relativ klein. Leute, wir haben den Goliath-Käfer. Nice. Gönnung. Da ist er. Bin mir gar nicht sicher, ob Erwin immer noch am Craften ist. Weil wenn nicht, wird es sich eigentlich lohnen, nochmal bei anderen Leuten reinzugucken. Ob die vielleicht nochmal mal craften. Auch wenn wir nicht wirklich noch viel Zeit haben. Okay, du craftest nicht. Dann gehe ich wieder.
Wieso redet der nicht mit mir? Die Sardelle habe ich extra mitgenommen, falls wir jemandem was schenken wollen. So. Wo hatten wir denn noch Steine? Guck mal kurz, ob Erwin craftet noch. Ja. Der craftet immer noch. Ne, dann. Hier drüben haben wir noch Steine. Und ganz, ganz links haben wir auch noch einen Stein. Ich glaube, dann müssten wir alle haben. Wenn Erwin craftet, dann richtig. Er will nur, dass kein anderer die Rezepte kriegt. Ich glaube auch, dass der Erwin da ein ganz dreister Typ ist. Kann ich dir noch was schenken? Nee. Schade. Dann nicht. Okay, da kommt gerade ein Geschenk. Das können wir ja noch abwarten. Bis es hier ist. So, dich machen wir auch noch kurz fertig. Damit wir auch wirklich alles hier abgegrindet haben. Denn jeder Stein in dem Spiel ist halt echt wertvoll. Muss man halt einfach so sagen. Wenn ich mir die Crafting-Rezepte für die Grabsteine oder so angucke, wie viel die kosten, dann denke ich mir so, okay, ja, definitiv sollte ich alle Steine upgrinden hier. So, vielleicht ist da sogar ein Crafting-Rezept noch drin. Das ist aber wirklich das Letzte, was ich hier noch mache, bevor ich auf Speichern drücke. Den Goliath-Käfer gebe ich morgen ab, da denke ich doch bestimmt dran. Handtuchhalter, wow. Okay, so Leute, dann würde ich mal sagen, neigen wir uns dem Ende zu. Und ja, gehen dann noch ein bisschen offline und ich spiele vermutlich so gegen 20 Uhr, irgendwann kurz nach 20 Uhr vermutlich, spielen wir dann ein bisschen Resident Evil wieder weiter. Würde ich so sagen. So. Raiden wir noch irgendjemanden Kleines vielleicht? Könnt euch jemand zu, ihr könnt euch zu Raupi rüber raiden, der spielt auch gerade noch Resident Evil. Der freut sich bestimmt. Ja, ich denke, das machen wir. Dann lasst ihm noch liebe Grüße da und ich würde sagen, viel Spaß dort drüben und ja, wir sehen uns dann später bei Resident Evil wieder, ne? Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.